Heute begrüße ich hier bei uns Bernd Rützel. Bernd ist unser Berichterstatter in der Fraktion für die Themen Mitbestimmung und Arbeitsrecht. Und Bernd, du hast ja diese Woche eine Menge zu tun gehabt und in den Wochen davor. Wir haben das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz verabschiedet. Und darüber möchte ich mich gerne mit dir unterhalten, was da so drin steht und das, was für uns natürlich am interessantesten ist. Wie sieht das denn eigentlich aus mit den Gründungen von Betriebsräten? Wir haben bei mir im Wahlkreis einen Betrieb gehabt. Da hatten Mitarbeiter oder mehrere Mitarbeitende haben gesagt, ey, wir wollen jetzt mal einen Betriebsrat haben. Und das Ergebnis war, dass er erstmal pauschal fast die gesamte Belegschaft gekündigt hat, um zu verhindern, dass ein Betriebsrat gegründet wird. Habt ihr euch auch darum gekümmert? Ja, liebe Kirsten, vielen Dank erstmal für die Einladung. Und was du schilderst, das sind leider keine Einzelfälle. Jeder sechste Betriebsratsgründung wird so unter die Lupe genommen und auch versucht, und auch oft erfolgreich versucht, das zu verhindern. Und das ist Wahnsinn. Denn da, wo es Betriebsräte gibt, geht es den Menschen besser. Und da, wo es Betriebsräte gibt, die kommen auch besser durch die Krise. Und da gibt es auch mehr Tarifverträge. Also brauchen wir Betriebsräte. Und es gibt nur noch 9% aller Betriebe haben einen Betriebsrat. Nur noch 40% fallen unter den Schutz eines Betriebsrates. Deswegen haben wir heute früh das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz gemacht. Und ja, auch um deinen Fall haben wir uns gekümmert, denn in Zukunft ist es so, wenn sich im Betrieb, in der Werkstatt, im Büro Leute treffen und sagen, Mensch, wir brauchen doch eigentlich, bräuchten wir mal einen Betriebsrat im Vorfeld. Und die sind bereits geschützt durch den Kündigungsschutz. Das ist neu, das gab es vorher nicht. Bisher galt der Kündigungsschutz nur, wenn ein Wahlvorstand gegründet worden ist. Aber dazu kam es oft nicht. Also haben wir das jetzt gemacht. Vorfeldinitiatoren sind ab sofort geschützt und das ist gut und dadurch gibt es mehr Betriebsräte. Das ist ja die erste gute Nachricht, aber ich hoffe, da haben wir noch ein paar andere Sachen. Also ich habe es oft gehört, dass Sie gesagt haben, bei der Jugend- und Auszubildendenvertretung, die Menschen fangen später an, eine Ausbildung zu machen oder sie machen zum Beispiel eine zweite Ausbildung, dann sind sie zu alt und fallen nicht mehr unter diesen Schutz. Was können wir da tun? Ja, es ist ein ganzer Blumenstrauß, was wir gemacht haben. Und deswegen war es auch so lang und so zäh. Ich hätte mir als SPD schon lang gewünscht, dass wir durch wären. Aber mit unserem Koalitionspartner, mit der CDU/CSU, war es dann doch nicht ganz so einfach. Umso glücklicher bin ich heute. Ich habe mit 14 Jahren angefangen, eine Ausbildung als Maschinenschlosser. Mit 14. Und da war einer uralt, der 18 war. Da haben wir aufgeguckt. Und es gab ganz, ganz wenige, die waren irgendwie 24. Das hat sich völlig verändert. Und ich habe damals gekämpft, dass wir aus dieser Jugendvertretung eine Jugend- und Auszubildendenvertretung gemacht haben. Also nicht mehr bei 18 ist Schluss, sondern bei 25. Und das haben wir jetzt mit diesem Gesetz aufgehoben. Ab sofort ist eine Jugend- und Auszubildendenvertretung für alle zuständig, weil du machst mit 40, mit 50 vielleicht auch nochmal Ausbildung. Und das sind andere Unterschiede, Ausbildungspläne, Prüfungspläne, das sind andere Interessen. Deswegen stärken wir das. Das ist ein guter Tag heute auch für alle Jugend- und auszubildenden Vertretungen. Ich bin da froh drüber. Jetzt habe ich auch was gelesen bei der Zusammenfassung, dass es auch darum geht, die Gründung eines Betriebsrates zu erleichtern. Auch, dass mehr Leute wahlberechtigt sind. Könntest du da noch mal was zu sagen? Ja, das Betriebsverfassungsgesetz ist 1972 auf den Weg gebracht worden. Das war ein zartes Pflänzlein. Die SPD war damals in der Regierung. Und es hat gedauert bis 2002, wo wir das letzte Mal das Betriebsverfassungsgesetz gestärkt haben. Und heute wieder. Heute ist sozusagen der dritte Tag. Und 2002 haben wir das Wahlverfahren vereinfacht. Für Betriebe bis 50 Beschäftigte, die können ihren Betriebsrat schneller wählen. Einfacher, schneller treffen, Liste zusammenstellen, wählen, fertig. Und das ist gut. Das hat sich bewährt. Da ist auch die Wahlbeteiligung höher. Also die Demokratie im Betrieb ist höher. Das ist so wichtig. Und deswegen haben wir das jetzt ausgehöhlt oder ausgeweitet. Nicht ausgehöhlt, sondern ausgeweitet. Bis 100 Beschäftigte ist es obligatorisch und bis 200 kann man es anwenden. Auch davon hoffen und versprechen wir, weil es leichter ist, schneller ist, dass es mehr Betriebsrätinnen und Betriebsräte geben wird. Super.
Jetzt haben wir ja vor einigen Wochen schon mal über Mitbestimmung geredet, allerdings im Beamtetenbereich. Wir haben nämlich das Personalvertretungsgesetz geändert. Und zwar haben wir es angepasst an die Bedingungen der Pandemie. Also wir haben geregelt, dass viele Dinge auch online laufen können, was ja vorher nicht zulässig war. Auch das haben wir jetzt hier im Betriebsverfassungsgesetz angeglichen. Meine Frage dazu nur, gilt das nur, solange die Pandemie ist? Oder sind das jetzt Regelungen für digitales Arbeiten im Betriebsrat, im Personalrat, die auf Dauer angelegt sind? Ja, im Personalvertretungsgesetz, da hatte ich auch etwas meine Finger drinnen, aber da will ich ganz groß unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Innenausschuss loben, Thomas Hitschler und seine ganze Gruppe, die haben das wirklich hervorragend gemacht, bin ich stolz drauf. Und das war ja auch so ein Vorläufer zum Betriebsrätestärkungs- oder wie wir es jetzt nennen, Modernisierungsgesetz. Denn beides ist richtig, es wird gestärkt und modernisiert. Und wir haben gesehen in dieser Krise, in dieser Pandemie, dass vieles digital stattfindet. Das hat Vorteile, das hat aber auch Nachteile. Das muss man genau analysieren. Also es ist nicht so, dass wenn einer sagt, bitte beachtet auch die Nachteile, dass das irgendwie einer von vorgestern ist und über den lacht man. Nein, jeder von uns kennt doch das, dass man auch Stimmungen im Raum aufnehmen muss, dass man Gedanken entwickeln muss, dass man mal vor die Tür geht, einen Kaffee trinkt, einer raucht, sich wieder trifft, guckt, was macht der für Aussagen, wie schaut er dazu. Und deswegen ist es in Zukunft so, dass diese digitale Form, also Betriebsratssitzungen, auch Abstimmungen darüber im Personalvertretungsrecht, auch die Einigungsstellen, das kann alles digital stattfinden und zwar ohne Enddatum. Also das gilt ab sofort. Und ohne dass es irgendwann zurückgenommen wird. Das ist gut so. Aber, und jetzt kommt das Aber, nur wenn der Betriebsrat oder der Personalrat das will, und es gelten hohe Anforderungen dazu, dass die das machen können, weil Präsenz ist nach wie vor noch die Grundregel, aber wenn die sagen, komm, wir haben hier einen Tagesordnungspunkt, lasst uns mal zusammenschalten, können wir tun, haben wir Geschäftsordnung, dann macht das ja auch Sinn. Also ich warne immer vor so ideologischen Geschichten, weder das eine ist böse, noch das andere ist böse. Man muss mit dem gesunden Menschenverstand, aber mit ordentlichen Regeln, damit es nicht ausgenutzt wird, rangehen. Ich glaube, das ist uns heute und auch vor ein paar Wochen im Personalvertretungsgesetz für alle im öffentlichen Dienst, für alle Beamtinnen und Beamten wirklich auch sehr gut gelungen. Und darauf bin ich auch froh und stolz. Und eins muss ich sagen, du bist ja auch zuständig für den Arbeitsschutz. In der Präsenzsitzung wird weniger geraucht als in der Websitzung, habe ich festgestellt. Denn wenn du zusammensitzt, darfst du ja nur draußen rauchen, außerhalb des Gebäudes. Und das passiert seltener. Bei diesen Websitzungen sehe ich doch einige Kollegen und Kolleginnen, die doch öfter mal zur Zigarette greifen. Das ist mir auch aufgefallen, das stimmt, ja. Aber früher haben sie im Fernsehen geraucht. Der Helmut Schmidt, der durfte ja bis zum Schluss rauchen. Aber ich bleibe noch mal bei dem Arbeitsschutz. Du hast mir gesagt, dass dir auch eine Sache ganz wichtig ist, über die wir ja in der Fraktion noch oft geredet haben, das ist Homeoffice, jetzt nicht das Recht oder Nichtrecht, sondern die Frage, was ist eigentlich das Arbeitsumfeld beim Homeoffice? Was war bei dir da so wichtig? Das ist auch genau das, was Hubertus Heil seit langem predigt. Und die Leute sagen, was will denn der? Die sitzen doch alle im Homeoffice. Darum geht es aber gar nicht, ob die alle im Homeoffice sitzen. Die Frage ist doch, wie ist das rechtlich geschützt? Wie ist zum Beispiel der Unfallversicherungsschutz im Homeoffice? Und da war nichts, da war gar nichts. Das war nicht geregelt. Das haben wir jetzt mit unserem Betriebsrätemodernisierungsgesetz geregelt, dass im Homeoffice, wenn du dir einen Kaffee holst, ein Glas Wasser holst, dass wenn du auf die Toilette gehen musst, dass die Wege dorthin unfallversichert sind, wie wenn du in deinem Büro oder in deiner Werkstatt wärst. Und das gab es nicht. Das ist im heutigen Tag geregelt und das war uns so wichtig. Und deswegen brauchen wir nicht nur ein Recht auf Homeoffice, wir brauchen Rechte im Homeoffice. Und was wir als Drittes brauchen, wir brauchen irgendwann wieder mal ein Recht auf Rückkehr ins Büro, im Beruf, weil viele sagen, das ist eine tolle Sache, aber lasst mich bitte auch mal einen Tag oder zwei Tage in der Woche wieder in meinen Betrieb. Also haben wir geregelt, das ist wichtig, ja. Bernd, herzlichen Dank dafür und wer sich das alles nochmal genau erklären lassen will, der geht doch bitte zu seiner Gewerkschaft, denn mit denen habt ihr ja auch dieses Gesetz diskutiert.
Das heißt, die kennen sich da aus. Und wer irgendwo in einem Betrieb arbeitet, wo es noch keinen Betriebsrat gibt, du kannst nachlesen, aber es ist immer einfacher, wenn man mit einer starken Gemeinschaft irgendwo aufschlägt. Und das sind die Gewerkschaften. Und in diesem Sinne danke ich dir für dein Engagement, dass wir den Gewerkschaften und den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen jetzt die Möglichkeiten gegeben haben, ihre Rechte auch durchzusetzen. Bernd, herzlichen Dank dafür. Und ich danke dir ganz herzlich für deine Arbeit, liebe Kirsten, im ganzen Verkehr. Du weißt ja, Verkehrsbereich ist mein Hobby als ehemalige Eisenbahner. Und du machst dort einen ganz klasse Job. Vielen, vielen Dank. Gerne.